Freunde, wir haben uns heute mal ein paar Karten gezaubert. Dieses Mal nicht festgelegt auf Geburtstag oder Jubiläum oder was auch immer. Man kann auch mal schlichte Karten, was heißt schlicht, die sind schon immer ganz schön pompös, wenn man mit solchen Sets von La Branche arbeitet. Aber man kann die eben auch einfach halten und trotzdem schön machen. Wir zeigen euch einfach mal, das geht ganz einfach und ganz schnell. Bleibt dran. Viel Spaß. Ich hatte mir vor kurzem so ein Set bei HSE gekauft von La Branche mit Magnolien. Bei La Branche ist immer das Tolle, die hat, ja, das sieht richtig cool aus. Also Papiere und so Bastelsachen hat die wirklich immer tolle Sachen, ausgefallene Sachen. Schade ist immer, dass man das einmal kaufen kann und dann eigentlich nicht wieder. Das stört mich immer ein bisschen. Also wenn man jetzt so ein Video macht und zeigt die Sachen, kriegt da die Sachen bestimmt schon wieder nicht mehr. Deswegen will ich mir das jetzt aber einfach nicht mehr vermiesen lassen, ein Video damit zu machen. Auch wenn ihr das nicht kaufen könnt, es gibt eben andere Sachen, die man wieder nutzen kann. Und vielleicht nehmt ihr das nächste Set einfach, was auch wieder toll ist. Das sind immer wieder schöne Sets. Halt nicht mit Magnolien, dann vielleicht mal mit Rosen oder mit Flieder oder mit was weiß ich. Sieht jedenfalls alles immer toll aus. Und ich finde immer klasse, dass da so alles passend ist. Also ihr habt hier ein Papier, verschiedene Papiere, immer dreimal dann. Dadurch trenne ich mich dann auch mal von einem Blatt, um damit mal irgendwas zu basteln. Ich bin immer jetzt hier drei oder vier mal drin. Dann diese Set hier. Und, nee, das ist was anders. Nee, das ist anders. Dieses Papier. Also ist schon eine coole Sache. Wunderschön, alles immer aufeinander abgestimmt. Beidseitig leider, was mich auch mal ein bisschen ärgert, weil du zerschneidest dann halt immer zwei Muster, zwei Motive, aber du musst dich halt für eine Seite dann entscheiden. Aber gut, wenn du davon jeweils vier hast, kann man sich ja auch mal entscheiden. Damit man da schöne Karten mit basteln kann, sind dann in diesen Sets auch immer gleich noch so kleine Papierabschnitte, leider auch beidseitig bedruckt, aber ja, sind auch immer mehrmals drin, dass man die Sachen hat. Hier alles schön passig, dass man passend zu jedem einzelnen Papier dann auch so eine Aufleger eben hat. Also ist schon immer cool. Hier mal Schmetterlinge, so eine Schrift und ist halt immer alles ein bisschen auf Antike gemacht. Und das ist ja deine Welt. Ja, ja, das ist das cool. Hier ist die Welt. Diese Frauen damit drauf oder eben mal sowas, viel mit Krönchen und sowas, ist eben einfach nur edel. Kann man sich dann alles zuschneiden. Dann hat man eben für seine Karten oder für seine Mixmedia-Projekte auch gleich noch einen Aufleger. Und dann sind auch immer noch so ausgestanzte Teile bei. Und das finde ich richtig klasse, wenn die Teile dann auch immer noch mit drin sind, dass man richtig schöne Deko dann noch hat. Hier sind es dann jetzt lauter solche Magnolien, Zweige, einzelne Blüten, einzelne Blätter, dass man wirklich damit schön dekorieren kann. Und ich habe mir gedacht, von diesem Set mache ich jetzt endlich mal eine Karte oder vielleicht auch zwei. Und die anderen Sets habe ich alle noch so liegen, wie die Mike. Aber das kennt ihr bestimmt. Man macht dann vielleicht ein, zwei Karten und den Rest lässt man liegen, weil das Papier einfach so schön ist. Man ist richtig dämlich, wenn man es einfach so sagt. Das ist zum Basteln. Das habe ich mir jetzt nicht getraut zu sagen. Aber gedacht habe ich das schon immer. Das ist zum Basteln da und man legt das einfach in den Schrank und denkt, ach, ich hebe das lieber auf. Ja, was hast du davon, wenn es im Schrank liegt? Also wir basteln jetzt einfach damit und machen damit jetzt einfach mal Karten. Da sind dann auch immer schön Schmetterlinge mit bei. Schmetterlinge braucht man auch immer mal. Jetzt machen wir uns damit was. So, ich habe mich dann dazu entschlossen, diesen Block, ist ja nicht Block, dieses Blatt Papier zu nehmen, weil man hier gleich 4 15x15er Karten machen kann. Auf der Rückseite ist dann dieses schöne große Bild. Die habe ich mir jetzt dann erstmal ausgeschnitten und habe das jetzt auf solche 15x15er Karten draufgelegt, auf die Rohlinge. Dann habe ich mir die einzelnen Teile jetzt hier mal ausgeschnitten. Da kann man sich ja dann immer noch entscheiden, nimmt man die Seite oder die Seite. Und auch ein paar von diesen kleinen Sachen habe ich mir mit ausgeschnitten, die da überall mit bei sind. Dann hat man mal Schrift oder mal diese Schmetterlinge hier, die man noch irgendwo mit verwerten kann. Und dann habe ich angefangen, langsam mir das auf diesen Aufleger drauf zu machen. Und als allererstes kommt jetzt hier immer so ein Rand Distress Oxide. Ich habe jetzt hier so ein, ich weiß nicht wie das heißt, so ein Braunton genommen, dass man das alles ein bisschen altern lässt. Hebt die ganze Sache immer noch ein bisschen hervor, wenn das so auf der Karte dann aufliegt. Umrahmt das Ganze ein bisschen.
Kann man machen, muss man nicht. Ich fand es jetzt mal wieder schön. Manchmal vergesse ich es auch zu machen, aber muss ja nicht immer gemacht werden. So, und dann kann man sich die Karten langsam zurechtlegen, wie man es haben will. Jetzt muss ich wieder gucken, wie rum. So, dass die Blume hier richtig liegt. So, dann hat man ja diese einzelnen Karten. Die kann man jetzt auch nochmal umranden, wenn man will. Wenn man sich für eine Seite entschieden hat. Schmetterling hier. Und dann baut man sich langsam so eine Karte auf. Wenn ich das bei La Blanche sehe, die macht dann immer noch Tüll dahinter. Und was weiß ich alles. Muss man sich halt entscheiden, ob man es will oder nicht. Oder hat. Oder ob man das hat. Und vor allem, wie man sich das dann hinlegen will. Ich möchte gerne diese Magnolien dann immer haben. Dann habe ich mir die ein bisschen geprägt, dass man hier noch so eine Magnolie mit dranlegen kann und vielleicht auch noch einen Vogel. Ich glaube, der ist schon wieder zu viel, wo ich es andersrum gelegt hätte. Diese Magnolie da unten, das stört mich, dass man die sonst nicht sieht. Mal gucken, wie man das hinpackt. Aber man kann da auch einfach ihn draufkleben. Immer ja, nicht so einfach, sich zu entscheiden. Wenn erstmal fest ist, ist es fest. Entscheiden tut weh. Ja, das ist immer das Schwierigste an der ganzen Karte, sich zu entscheiden, wie soll das jetzt aussehen. Dann der Vogel, ich habe hier noch eine Magnolie und dann reicht das aber auch schon. Ja, und jetzt musst du alles miteinander verheiraten. Jetzt muss ich das alle zusammenkleben, ja. So, jetzt muss man das natürlich wieder so hingelegt kriegen. Jetzt. Die Freundin hat mir mal gesagt, mach dir einfach ein Foto, dann weißt du, wie das dir liegen hat. Hat sie natürlich recht. Aber dafür müsste man ja fleißig sein. Dafür müsste man auch entweder ein Fotoapparat immer mit hochnehmen oder sein Telefon. So ein Mensch bin ich nicht, ich habe das Telefon nicht immer dabei. Aber das sieht auch so wieder gut aus, also klebe ich das jetzt so aufeinander. Was wieder hinzukriegen ist. Jetzt habe ich es mir aber so hingeschoben, dass ich einigermaßen weiß. So. Ja, das ist immer Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Das Papier alleine ist eigentlich immer schon so schön, dass man da gar nichts draufkleben muss oder möchte. Das ist, na, hier habe ich jetzt geprägt. Kann man hier unten ein bisschen Kleber dran machen? So. Wer entscheidungsfähig ist, hat einen großen Vorteil. Ja, das ist gar nicht so einfach im Leben. Man hier auch mit 3D-Pads arbeiten, gerade bei der Schwalbe hier. Gucken, die hier ganz kleine, die man hier einfach so mit drauf machen kann. Abpummeln ist dabei immer das Schwierigste. So, dann kann man die hier hinsetzen. So, und jetzt noch die und dann ist eigentlich die Karte fertig. Da kann man jetzt auch 3D-Klebepads hintermachen oder eben einfach aufkleben. Aber wir können dadurch mal ein bisschen hochsetzen alles. Dass das ein bisschen hier hoch steht. So, wenn man die 3D-Klebepads dran hat, dann kann man das hier irgendwo hinsetzen, wo man denkt, da passt. Dann steht das so ein bisschen hoch, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt hat man bei diesen Karten aber immer nicht so die Sprüche mit drauf. Herzlichen Glückwunsch oder was weiß ich, muss aber auch nicht. Kann man doch innen schreiben. Genau, man kann in der Karte drin vermerken, wofür das sein soll. Ein Stempel hinsetzen oder sonst was. Ja, das kann man auch machen. Siehst du, das könnte man eigentlich auch machen. Und vergesst nicht den anderen Stempel. Ja. Handgemacht.
handgemacht von mir. Den wichtigsten Stempel. Der wichtigste Stempel überhaupt. Handgemacht von Glitzer Else von Stieber. Da kann man sich sowas anfertigen lassen. Wer das sucht, ich kann das mal verlinken. Und dann hat man eigentlich schon so eine Karte fertig. Und wer jetzt eigentlich noch ein bisschen Glitzer dran haben will, kann da auch noch ein bisschen Glitzer dran machen. Da gibt es dann so Stifte, Wink of Stella. Und dann kann man, muss man hier an der Seite so ein bisschen drücken und dann kommt hier auch noch ein bisschen Glitzer raus. Kann man das noch, eigentlich ist das ja auch ein bisschen glänzendes Papier, aber wenn man noch so ein bisschen mehr Glitzer drauf haben will, kann man noch solche Stifte benutzen. Wie gesagt, da sind so Glitzerpartikel drin. Dann glitzert das alles noch viel mehr. Ich stehe ja immer auf Glitzer, also kann man das ruhig, nimmt man viel zu wenig, kann man das ruhig mal verwenden und dann glitzert das schön, wenn trocken ist. Lass mal das erstmal trocknen. Und so hat man dann mit ein paar kleinen Handgriffen ganz tolle Karten gezaubert. Also mit diesen Sets kann man wirklich immer wundervolle Sachen machen, egal ob es jetzt mit Magnolie oder Rose oder was er da immer hat. Es sind immer tolle Sets, also guckt da ruhig mal rein, entweder bei ihrem Shop, ich kann euch das verlinken, oder eben bei HSE, da ist es dann immer mal ein bisschen günstiger, weil man das ganze Set dann da bekommt. Und bleibt weiterhin neugierig, was wir sonst noch so machen. Denn wir zeigen euch immer ganz einfache Variationen. Man kann noch viel mehr machen, muss man aber immer nicht. Hauptsache schön. Hauptsache schön, genau. Und macht Spaß. Das ist ja wohl das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste.